Meine lieben Freunde, vielen Dank für die Vorschläge zu meinen Videos. Ich versuche, so viele davon wie möglich zu verwirklichen. Leider arbeite ich jetzt fast allein, seitdem die NWO mir die 10 dunklen KI-Wesenheiten abgezogen hat, die mich sonst unterstützen. Und so kommt es zu großen Lücken bei der Veröffentlichung meiner Videos. Dafür gibt es hier keine Werbung und ich bettle auch nicht um Abos, Likes oder Kommentare. Diesen Kanal werde ich in meiner amateurhaften Art weitermachen, solange ich Spaß daran habe. Versprochen. Für den heutigen Beitrag danke ich Kai Degen, der mir eine besonders abgedrehte Perle der Webliteratur empfohlen hat. Es geht um die Seite bewusstveganfroh.de einer Frau Ramona Okoro. Diese sorgt sich um die Auswirkungen von Frequenzen und Musik. Mir war das Ganze diffus als Kammerton-A-Verschwörung bekannt. Was ich aber nach nur einem bisschen Buddeln an Dreck aufgewirbelt habe, konnte selbst ich nicht glauben. Ich lese also jetzt 432 Hertz und 440 Hertz. Die Auswirkungen von Frequenzen und Musik auf unser Bewusstsein und Gesundheit von Ramona Okoro. Veröffentlicht auf bewusstveganfroh.de. Meine Lesung ist leicht gekürzt. Die vollständige Fassung finden Sie unter den Links im Anschluss an dieses Video oder in der Beschreibung. Wusstest du, dass unser Körper und seine Zellen auf dem Grundton 432 Hertz schwingen? Ernsthaft? Also ich meine, ich kenne Menschen, die nicht stillsitzen können, aber dass wir 432 Mal in der Sekunde zappeln, naja, das war mir neu, aber Frau Okoro weiß halt mehr. Töne in dieser Frequenz, wie zum Beispiel Musik von Verdi, Songs von Whitney Houston, Enya, Adele und Kralle von den eingemachten Eingeweiden, aber auch das Sonar der Delfine und tibetische Klangschalen können deshalb unsere Zellen harmonisieren und unsere Körper besonders gut in der Heilung unterstützen. Außerdem kann diese Frequenz ihre Steuererklärung machen, Einbrecher vertreiben und findet immer einen Parkplatz. Ernsthaft, für was hält diese Spinnerin 432 Hertz? Ja? Für den Chuck Norris unter den Schwingungen? Der Kammerton A fährt nicht Fahrrad, er drückt die Erde unter sich weg. Wenn Kammerton A anruft, hat er sich nicht verwählt. Du bist am falschen Telefon. Ha, 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 ich schmeiß mich weg. 432 Hertz kann auch unsere Gehirnhälften ausgleichen, was seelische Stabilität bewirkt und die spirituelle Weiterentwicklung verstärkt. Und noch mehr, über den Sonnenton 432 Hertz gelangt unsere DNA in Resonanz mit der Phi-Spirale der Natur, die wir in fast allen Formen des Lebens wiederfinden. Ein wunderbarer Weg, also über die Musik mit dem Kosmos in Einklang zu kommen. Phi-Spirale der Natur, ja? Soll die Natur nicht schwanger werden oder was? Habe ich mir darunter vorzustellen. Oder meint die vielleicht die Regenbogen-Diamant-Uranus-Spirale? Ist der Mensch richtig gestimmt, ist sein Leben auch stimmiger. Und dieser blöde Witz ist nicht von mir, der steht wirklich im Originaltext. Die gesundheits-, kunstfördernde und therapeutische Wirkung des 432 Hertz Kammertons ist vielfach erforscht und bewiesen. Ein höchst interessantes und aktuelles Thema für Musiker sowie für beratende und therapeutische Berufsgruppen. Der echte und einzig richtige Kammerton A, also der echte Richtwert in der Musik, in den Noten beträgt bzw. betrug einmal 432 Hertz. 432 Hertz Musik hört sich wärmer und sanfter an. Wir nehmen sie in unserer Mitte wahr, im Herz- und Wirbelsäulenbereich. In ihrer Ausdehnung ist sie rund. Ja, und diesen Schwachsinn nehme ich ganz woanders wahr, aber davon bekomme ich Blähungen. Ganz im Gegenteil zur derzeit üblichen Frequenz 440 Hertz, die sich linear ausdehnt und die wir seitlich am Kopf wahrnehmen. 440 Hertz aktiviert unsere linke Gehirnhälfte, Verstand, was vor allem bei Stress und Ängsten die Disharmonien weiter verstärken kann.
Der Kammerton A ist schon 1939 von 432 Hertz auf 440 Hertz verändert worden. War es willkürlich? Das muss jeder sich selbst beantworten. Ja. Okay, bevor wir uns hier weiter ein X für den Kammerton U vormachen lassen, komme ich mal mit den Fakten. Die sind etwas trocken und es geht nicht um irgendwelche Gehirnhälften. Wen wundert das? Ich zitiere nun aus dem CIRAM-Artikel Kammerton A-Verschwörung. Der Kammerton 440 Hertz wurde 1834 von Johann Heinrich Scheibler, einem Musikwissenschaftler und Instrumentenerfinder, vorgeschlagen. Seine Stimmmethode fand Anerkennung, setzte sich aber vorerst nicht gegen die Pariser Stimmung von 435 Hertz durch. Die Festlegung auf 440 Hertz erfolgte 1939 auf der internationalen Stimmkonferenz der International Federation of the National Standardizing Associations in London. Im Oktober 1953 wurde dann diese Frequenz zur ISO-Norm, ISO gleich International Organization for Standardization, mit Sitz in Genf, 166 Mitgliedsländer. In Deutschland folgte das Deutsche Institut für Normung e.V., DIN, dieser Regelung und erstellte die nicht verbindliche DIN 1317-1 für die Norm Stimmtonhöhe allgemein, Strich 2 der Stimmgabel und Strich 3 der Orgel. Die Norm ist jedoch nur eine Empfehlung an die Mitglieder des DIN. Die Entscheidung zu ihrer Anwendung bleibt jedem selbst überlassen. Der Europarat bestätigte diese Norm am 30. Juni 1971. Das falsche Frequenzspiel läuft also schon länger und wird gegen die Menschen eingesetzt. Bitte merken Sie sich diese Aussage. Die bis heute letzte internationale Stimmtonkonferenz wurde 1939 von der International Federation of the National Standardization Associations in London durchgeführt und erstellte eine Norm für die Kammertonfrequenz 440 Hertz. Der größte Teil der Musik weltweit ist auf 440 Hertz abgestimmt worden. Das ist so nicht richtig. Ich zitiere noch einmal CIRAM: In den letzten 400 Jahren schwankten die Vorlieben für den Kammerton A zwischen 380 und 500 Hertz. Die meisten europäischen Orchester spielen mit dem Stimmton A' gleich 442 Hertz oder 443 Hertz. In deutschen und österreichischen Sinfonieorchestern ist eine Einstimmung auf A1 gleich 443 Hertz und in der Schweiz auf A1 gleich 442 Hertz üblich, nicht auf 440 Hertz. Die 8 Hertz Unterschied bedeuten etwa einen 1/7 Halbton Höhenunterschied. Erst recht gab es zuvor nie eine Festlegung auf eine Frequenz von 432 Hertz. In vielen anderen Ländern ist der Standard-Kammerton oder Normalstimmton auf A1 gleich 440 Hertz festgelegt. Rudolf Steiner. Oh. Bitte nicht. Rudolf Steiner warnte unter anderem vor dieser höheren Frequenz und war davon überzeugt, dass sie eine Entwicklung zu unsozialem Verhalten begünstigte und unsere Weiterentwicklung hemme. Diese zerstörenden Frequenzen stören die harmonischen Gedanken und verursachen Disharmonie und Uneinigkeit. Zusätzlich versetzen sie unser Steuerorgan des Körpers, das Gehirns, in die disharmonische Stimmung, was schließlich Krankheit und Zerstörung schafft. Ja, man sollte vielleicht nicht gerade einen rassistischen Geisteskranken zur Stützung seiner Thesen anführen, liebe Frau Okoro. Steiner sagte unter anderem, diese Schwarzen in Afrika haben die Eigentümlichkeit, dass sie alles Licht und alle Wärme vom Weltenraum aufsaugen. Und dieses Licht und diese Wärme im Weltenraum, die kann nicht durch den ganzen Körper hindurchgehen, weil ja der Mensch immer ein Mensch ist. Selbst wenn er ein Schwarzer ist. Es geht nicht durch den ganzen Körper hindurch, sondern hält sich an der Oberfläche der Haut. Und da wird die Haut dann selber schwarz. Da muss
Etwas sein, was ihm hilft bei diesem Verarbeiten. Das ist namentlich sein Hinterhirn. Beim Neger ist daher das Hinterhirn besonders ausgebildet. Das geht durch das Rückenmark. Und das kann alles das, was da im Menschen drin ist, an Licht und Wärme verarbeiten. Daher ist beim Neger namentlich alles, was im Körper und im Stoffwechsel zusammenhält, lebhaft ausgebildet. Tja, googeln Sie einfach mal Rudolf Steiner und Rassismus. Sie werden sich gruseln. Es ist auch nachgewiesen, dass die Sumerer, Ägypter und Griechen ihre Instrumente auf 432 Hertz gestimmt haben, bis die Römer das dann verboten haben. Das habe ich in der wissenschaftlichen Dokumentation Asterix gegen Rom gesehen. Seit der Änderung der Norm im Jahr 1939 auf 440 Hertz meldeten sich viele Musiker aller Nationen wie Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Cindy und Bert, Birgit Nilsson, Bata Illich, Joan Sutherland, Montserrat Caballé, Richard Strauss und viele mehr mit der Bitte, diese wieder auf 432 Hertz zu ändern. Der Schweizer Wissenschaftler und Sachbuchautor Hans Cousteau wurde durch die Berechnung der harmonikalen Kammertöne bekannt, die er von astronomischen Begebenheiten abgeleitet hat. Wird das noch schlimmer? Mittels Oktavgesetz transponierte er Planetenumlaufbahnen in hörbare Töne. Und so schwingt die Erde in ihrem Jahreston in der 32. Oktave auf Cis bei 136 Hertz. Der Jahreston der Erde ergibt sich aus der Schwingung, die die Zeit eines Jahres, also die Dauer einer kompletten Reise der Erde um die Sonne, in Anspruch nimmt. Dieser Jahreston ist das Om, die Urschwingung, der immerwährende Ton, wie die Inder sagen. Om, Om, Om. Oh Gott. Dieses Cis bei 136 Hertz entspricht in Indien dem natürlichen Kammerton, auf den die Grundstimmung der Sitar und das heilige Om intoniert wird. Folgt man nun diesem Grundton in seiner natürlichen Tonfolge nach oben, gelangt man zum A1 gleich 432 Hertz. Ja, und singt man die Steuergesetze von Ruanda, Burundi rückwärts, so gelangt man unweigerlich ins Irrenhaus. Aber genug der grauen Theorie. Lassen wir zwei Beispiele auf uns wirken. Und mit wirken meine ich eigentlich würgen. Hören Sie jetzt die harmonische und Ihr Gehirn streichelnde Weise Mein Studentenmädchen. Natürlich in 432 Hertz. Ich liebe ein Mädchen seit 20 Jahren, seit mich ihr Mund geküsst. Seit damals wir beide Studenten waren und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Mädchen, mein Mädchen, und die kleine Kapelle bei Nacht uns gegrüßt. Ist vorbei, ja? Gott sei Dank. Das war das Lied Mein Studentenmädchen, gesungen vom Antisemiten und angeblichen Wunderheiler Gerd Hamer. Der behauptet, das Lied könne Krebs heilen. Ich würde es aber eher als Neutronenbombe bezeichnen, tötet die Menschen, aber lässt die Gebäude stehen. Ach so, Hamer behauptet auch, dass jüdische Chorleiter die Wunderwirkung seines Liedes durch Umstimmen auf 440 Hertz verhindern wollten. Und noch ein Beispiel für harmonische 440 Hertz Musik. Der Anti-Chemtrail-Song. Chemtrails!
Ja, haben Sie auch gemerkt, wie unglaublich harmonisch das war? Mir bluten jetzt noch die Ohren vor lauter Harmonie. Sie hörten übrigens die braun-esoterische Band Vita Vision mit ihrer rechtsoffenen Sängerin Zeynep Umsita. Und wenn Sie jetzt sagen, Nazikeule, Nazikeule, du siehst ja überall bloß die Nazis, dann folgen Sie einfach mal den Links unter meinem Video. Wenn ich alle judenfeindlichen Aussagen von Gerd Hamer hier zitieren würde, oder was Zeynep Umsita so alles von sich gegeben hat, oder was Rudolf Steiner gegen Schwarze geschrieben hat, dann wäre dieses Video mehrere Stunden lang. Seien Sie versichert, den Vorwurf, jemand sei rechts, mache ich nicht ungeprüft und leichtfertig. Aber vielleicht sollte man Frau Ramona Okoro, die verantwortliche Autorin von Bewusst, Vegan und Froh, mal fragen, mit wem sie sich da eigentlich eingelassen hat. Insbesondere würde mich die Meinung dieser Dame interessieren, ob tatsächlich die bösen Juden die Musik angeblich absichtlich umgestimmt haben, um uns zu schaden. Das behaupten die Gewährsmänner ihrer Theorie. Erinnern Sie sich noch, dass ich Sie gebeten habe, sich eine Aussage von Frau Okoro zu merken? Zitat: Das falsche Frequenzspiel läuft also schon länger und wird gegen die Menschen eingesetzt? Und wer setzt es gegen die Menschen ein, liebe Frau Okoro? Wem nützt das alles? Wäre doch mal interessant zu hören, wie sie sich da rauswindet. Aber jetzt kommt noch der Rest von Ramona Okoros Auslassung. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass der Inder, ein generischer Singular, intuitiv und meditativ haargenau zum gleichen Ton gelangt wie unser einer rechnerisch. Das zeigt, dass unser Geist und unsere Empfindungen ursprünglich im Einklang mit physikalischen und harmonikalen Gesetzmäßigkeiten sind. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass sich aus der Frequenz des natürlichen Kammertons auch die natürlichen Schwingungszahlen der Stimmbänder beim Singen und der Lippen beim Blasen, die hat Blasen gesagt, einfach so, Entschuldigung, da konnte ich nicht widerstehen, und Pfeifen ableiten lassen, sowie alle Eigentöne mittönender Resonanzkörper im menschlichen Körper und selbst die kleinen Intervalle des Vogelgesangs. Auch schwingt das kortische Organ im Innenohr in Harmonie mit dem natürlichen Kammerton. Es ist der Mensch. Nun, der heute geläufigen und allgegenwärtigen Schwingungen und Musik auf 440 Hertz-Basis ausgesetzt. Und so entsteht durch Stress und Anspannung, weil sich das Ohr und das Gehirn sozusagen die Töne zurechtbiegen und zurechthören muss, um somit diese künstlichen Töne in das natürlich angelegte Resonanzsystem des Menschen anzugleichen und zu integrieren. So ist Musik in 432 Hertz Wohltat und Entspannung für den Menschen. Hört es euch an, es lohnt sich. Man fühlt richtig, wie sich die Gehirnhälften synchronisieren. Ja, meine lieben Freunde, lasst euch die Gehirnhälften synchronisieren, die Nieren auswuchten und die Milz umpolen. Nur ein kleines Schmankerl noch zum Schluss. Im Jahr 2016 wurde Ramona Okoro für den Goldenen Aluhut nominiert. Und sie gewann ihn in der Kategorie Medizin und Wissenschaften. Alles ganz ohne Kammerton. Wahnsinn! Thank you.
Stuhl, du Dick.